Oh, Küste. Ich hoffe, wir spielen an diesem Abend nochmal Bereich sichern und Grenze, weil oben Großraumbüro. Ich will wieder mit den Drohnen da oben in der Kanzel sein. In der Kuppel. Aber jetzt erstmal Küste und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Hast du durch den Schwarzbartschild wohl noch geschossen und dadurch dann den Typen umgebracht? Nimm jetzt Gruselpeters Freund. Der mit dem Rüssel. Nee. Der mit dem Astronautenhelm. Kann ich mal mit Smoke. Ist doch der beste Freund vom besten Freund von Serafina, oder? Also der Westenmann vom Elite-Kerchenmann. Ja, genau. Den Raum sichern. Wir müssen den Nein, ich habe keine Elite-Kerchen und ich will noch nicht. Hast du schon vier? Deswegen habt ihr ja keinen. Was machen Mozi hier? Ich verstärke die Wand! Anzieh Matten. Geh weg, Mozi. Die hat einer noch nicht angefangen. Ja, ich? Ah, die Frauen. Mann, es geht auch um Klamotten. Warum so zögerlich? Ja, Frauen brauchen immer länger beim Anziehen. Die haben Ash. Ja, weil es immer noch eine halbe Stunde. Aua! Hat der Reißverschluss gezwickt. Amaru vorm Fenster. Drohne, Sonnenaufgangsbar, da ist auch jemand, rot. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter gefunden. Sonnenaufgangsbar, ist noch jemand? Ist die zweite? Sei doch nicht so rum. Entschuldigung. Noch ein dritter Sonnenaufgangsbar. Nein, die Drohne hat mich verarscht. Kackdreck. Die waren am Küchenfenster. Der Gegner versucht nicht mehr, den Behälter zu sichern. Ah, ist schon hinter an der Küchenzahl. Ja, anhalten. Einer ist über uns. Du hast bloß noch ein böses Auge. Ich weiß, und da habe ich aufgemacht, als eine Drohne reinkam und dann putt. Ja, hab eine Drohne voll getroffen. Zum Glück war das keine Mozi-Drohne. Mozi hat noch eine gehackt. Aber ich hab den echt getroffen. Einer hoppt vom Küchenfenster rum. Haupteingang ist Ash. Von der, vom Klo aus. Oh, Service-Eingang ist offen. Im Aufgangsbar guckt einer durchs Loch. Der Magnet beschützt uns. Wir werden beschützt. Torgip, hier ist so ein Aufgangsbar. Scheißdreck. IQ-Service-Eingang.
Und Klo. Eschklo. Sie haben Ihre Versuche, den Behälter zu sichern, eingestellt. Zeit läuft in 10 Sekunden ab. Die Gegner sichern den Biogefahrgutbehälter. Sicherung des Biogefahrgutbehälters unterbrochen. Die Feinde ausschalten. Den Biogefahrgutbehälter beschützen. Eigener Trupp eliminiert. Mission gescheitert. Vorsicht, die ist rot. Meinst du? Dann die ist lila. Den Raum verbarrikadieren. Die ist doch blau, sagt doch der Name, Mensch, ey. Seht euch mein böses Auge an! Wie das böse Auge gucken kann. Es bleiben 10 Sekunden. Es bleiben 5 Sekunden. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Mein böses Auge passt auf euch auf. Ja. Klingt wie Fuse, das AK-12 haben sie, glaube ich. Merrick vorm Fenster hat. Mir ist das Regal alles im Weg. Merrick angeschossen. Aber wer steht denn hier? Oh, so ein Klops steht hier. Guten Tag. Ich lade nach. Geh doch hier rein, die Bar. Geht ja nicht mehr. Oh Mann, das war noch Zeit. Ich glaube, die gewinnen gerade fast. Nein, was? Hä? Na, tolle Wurst. Ich werde markiert. Wie denn? Ja, da ist eine Drohne drin. Die Bahner kommt so ein Aufbangs. Maverick brennt auf der blöde Arsch. IQ und alles. Da ist er noch offen, das ist in der Pappwand. Oder? Mission gescheitert. Eigener Druck neutralisiert. Von da unten. Da kommt jetzt sein Brennstrahl überhaupt nicht in die Nähe von dem Loch und es funktioniert trotzdem. Ich glaube, der hat sich da vorher. Ne? Der lag da. Ja, weil er unten offen war. Wollte sich da so ein Löchlein machen. Den Biogefahrgutbehälter lokalisieren. Küche, Küche, Küche. Clash haben sie da auch. Sehr schön. Der Biogefahrgutbehälter. Und Westenmann war da noch. Osten. Los, bestell mal eine Flasche Pommes frites. Noch 10 Sekunden. Der wirft bestimmt gleich die Clash raus. 5 Sekunden. Schieb ihn raus.
Hey, er hat mich gerade vorgeschickt. Weiter zum Standort des Biogefahrgutbehälters. So ein Aufgangspaar, war die Tür schon offen, Vorsicht. Ne, Shisha war oben, ist einer. Ja. Ja, oben. Ja. So ein Aufgangspaar ist die Tür gerade jetzt erst auf. War aber angeschossen da unten. Elektronikscanner aktiviert. Ich überprüfe den Umkreis. Ja, oben, der schießt durch die Decke, oben, Küchenfenster. Erstmal ein Alibi-Hologramm. Ohne Elektronik. Was? Vektormagazine! Wer das denn jetzt gemacht haben? Ja. Er hat mich gar nicht getroffen. Was soll denn das, ey? Clash ist oben über der Küche. Mist, ist so. Einer vom eigenen Trupp verbleibt. So, jetzt kommt die Clash doch an. Ah, oh, Telefon. Muss mal rangehen. Das Telefon hier klingelt, da ist Frau Frost. Gojo kommt jetzt zu deinem Loch. Sieht in der Ecke, wo die Regale sind übrig. Kommt jetzt zu dir. Klick hier oben rum. Eigener Trupp wurde eliminiert. Wie lange das gedauert hat, bis man da mal rüber geht, ey. Ich hatte die Hoffnung, dass Clash hinten runter ist. Irgendeiner ist die Treppe hinten runter gesprungen. Ich hatte die Hoffnung, dass es Clash und dann kann ich deren Rücken fallen, wenn die mit ihrem ausgefahrenen Schild an mir vorbeirennt. Aber war nicht so, die kam von vorne. Ich würde zu gerne wissen, wer da hinten war. Aber der hat sich nicht gezeigt, der hat mich auch nicht umgebracht. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.